Das ist das erste neu gebaute Mehrzweckschiff der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes. Diese Animation zeigt einige technische Neuerungen, durch die die Schiffe im Einsatz noch leistungsfähiger sind. Erstmals gibt es einen Helikopterlandeplatz, auf dem zum Beispiel der leistungsstärkste Hubschrauber der Bundespolizei landen kann. Achtern auf dem Schleppdeck befindet sich die Hubschrauber-Winchfläche, wo der Helikopter Einsatzkräfte und Geräte absetzen und aufnehmen kann. Mit ihrer speziellen technischen Ausrüstung helfen die Mehrzweckschiffe bei Havarien vor der deutschen Küste. Sie können einen Havaristen sichern und schleppen und helfen bei der Brand- und Ölbekämpfung. Aufnahmearme zu beiden Seiten des Schiffes, die sogenannten Sweeping Arms, können Öl oder andere Chemikalien und Schadstoffe von der Wasseroberfläche aufnehmen. Der waagrecht liegende Bugstrahler ist Teil des Antriebskonzepts. Unter dem Schiff ist ein sogenannter Pumpjet platziert. Er ist drehbar und ermöglicht eine dynamische Positionierung. So kann das Schiff höchst präzise Fahrmanöver ausführen. Ebenfalls unter dem Schiff verbirgt sich hinter einem Verschlussdeckel das ausfahrbare Sonar für die Objektsuche. Es hilft zum Beispiel dabei, bei einer Havarie verloren gegangene Container im Wasser zu orten. Mit einer Geschwindigkeit von mindestens 15 Knoten und 145 Tonnen Pfahlzug können die Mehrzweckschiffe bei Notschleppeinsätzen auch die größten Seeschiffe in Nord- und Ostsee sichern und schleppen. Für höchste Manövrierfähigkeit sind zwei Ruderpropeller am Heck 360 Grad endlos drehbar. Die LNG-Motoren sind für den Einsatz in gefährlicher Atmosphäre geeignet. In ölkontaminierter See werden die Maschinen über die Außenhaut gekühlt, indem das vorbeiströmende Meerwasser die Bordwände erkalten lässt. Ist die Atmosphäre gesundheitsgefährdend oder zündfähig, bietet eine gasdichte Zitadelle Schutz. Sie wird mit gefilterter Schutzluft im Überdruck gefahren. Bei Ausfall dieser Anlage kann die Besatzung mit Sauerstoffflaschen noch 30 Minuten lang mit Sauerstoff versorgt werden. Auf Höhe der Brücke befinden sich die Ansaugbereiche der Schutzluftanlage. Messpunkte zur Analyse der Umgebungsluft sind über das ganze Schiff verteilt. Vom virtuellen Rundgang zum ersten Praxistest. Mit einem Schwimm- und Stabilitätstest des Schwimmkörpers im Strömungskanal in Hamburg wurden die Seegangseigenschaften zunächst in kleinem Maßstab überprüft. Gebaut wurde der Schiffskasko auf einer litauischen Werft. Aus einzelnen Sektionen entstanden 6 Großblöcke. Mithilfe eines Krans wird der LNG-Tank senkrecht in den zweiten Großblock hineingehoben. Erstmals werden Schiffe der WSV mit flüssigem Erdgas betrieben. Die Technik ist außerdem so ausgelegt, dass später auch synthetisch hergestelltes Methan als Kraftstoff verwendet werden kann. Große Sektionen können nur im Freien zusammengesetzt werden, da die Großblöcke mit ihren Abmessungen die Hallen der Werft nahezu komplett ausfüllen. Die Brücke mit ihren Aufbauten konnte zum Beispiel erst aufgesetzt werden, als der fertige Schiffskasko die Halle verlassen hatte. Vorsichtig wird das Schiff über einen Ponton zu Wasser gelassen. Genau genommen wird der Ponton geflutet, bis das Schiff zum ersten Mal aufschwimmt. Die Dimensionen sind beeindruckend.
Die Schiffsschrauben haben einen Durchmesser von 3,80 Meter. 105 Meter misst das neue Schiff in der Länge. Zwischen der Kiellegung im September 2021 und dem Stapellauf im Juli 2023 liegen nicht einmal 2 Jahre. Obwohl die 4 Hauptantriebsmotoren schon im Schiff verbaut sind, kann es noch nicht aus eigenem Antrieb fahren. Schlepper helfen beim Manövrieren bei der Fahrt über die Ostsee von der Werft in Klaipeda nach Deutschland. In Lemwerder in der Werft Apeking und Rasmussen wird das Schiff nun endausgerüstet und soll 2025 in Dienst gestellt werden. Gezogen von einem Schlepper wird das erste neue Mehrzweckschiff in der Ostsee von seiner Namensvetterin Scharhorn in deutschen Gewässern willkommen geheißen. 50 Jahre lang war das Schiff für die WSV im Dienst. Die neue Scharhorn wird die alte ersetzen. Sie wird dann in der Ostsee im Einsatz sein, mit dem Heimathafen Kiel.